Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Gestrandet Rewind 2.0. Das Community FAQ. Mit Kundran von Sofa Gaming. Hallihallo. Und der Anne. Hallo. Das bin ich. So. Unsere epische Festung hier bedarf immer noch ein paar Upgrades. Ah, okay. Festung ist vielleicht übertrieben formuliert. Ich war gerade dabei, eine Lounge zu machen und dafür brauchte ich eigentlich noch mehr Eisen und war Strip-Minen, aber das war irgendwie nicht so erfolgreich. Nee, mal gucken, ich glaube Eisen habe ich noch ohne Ende. Ja, warte. Ein bisschen habe ich noch, ich werde mir daraus jetzt auch Spitzhacken machen und werde dann eiskalt weiter meinen. Unglaublich, die armen Zuschauer. Ja, ihr müsst alle zu Sofa Gaming gehen. Richtig, die letzten 4 Folgen gucken, da habe ich nichts anderes, da habe ich nur andere Sachen gemacht, wollte ich sagen. Ja. Gut, dass es auch Leute gibt, die noch andere Sachen machen. So. Wie ging denn jetzt nochmal Bilderrahmen? Von Stöcker und Sticks außenrum und in der Mitte Leder, glaube ich. Nee. Nein. Achso, oder war Stöcker komplett außenrum? Doch, komplett, ja. Ach ja, Tatsache. So, ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus hier eigentlich. Sind noch. Ein Teppich wäre vielleicht noch pornös. Na gut, okay. Aber es ist ja nicht so schlimm, wenn das, was hier im Spiel passiert, langweilig ist, denn wir werden natürlich interessante Fragen beantworten. Nicht wahr? Auf jeden Fall. Deswegen sind wir ja hier. So. Dementsprechend, wenn ihr kein Strip-Mine sehen wollt, lehnt euch einfach zurück und lauscht unseren wundervollen Stimmen. Ganz genau. So. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte mir eine Frage raussuchen. So. Oh Gott, das sind zu viele Fragen. Dann fangen mit der tollsten an. Der tollsten? Ach du Scheiße, nee, ich nehme jetzt einfach irgendeine. Sonst muss ich die ja erst nochmal alle durchlesen. in einer Beziehung. Oh, Nancy. Warte mal, will die noch mitmachen? Weiß ich nicht. Sag Bescheid, dann steige ich bei der nächsten Folge mit ein. Okay. Gut. Alles klar. Also, in einer Beziehung. Wie siehst du das so mit der Rollenverteilung? Ja, ich denke mal, dass ich diese Frage... Die Frage ist formuliert, inwiefern denkt ihr klischeehaft, wenn es darum geht, wenn es um die Aufgabenverteilung geht, wer was machen soll? So ist die Frage formuliert. Ich würde jetzt prinzipiell mal sagen, gar nicht, weil ich das von zu Hause irgendwie kenne. Meine Mutter hat immer mehr Geld verdient und mein Vater hat irgendwann einen Kochkurs gemacht und ist der super geniale Koch. Also jetzt nicht irgendwie professionell, aber er kocht einfach extrem gut. Und dann gibt es immer schön an Weihnachten oder an irgendwelchen Festlichkeiten, wird dann von meinem Vater gekocht. Und dementsprechend, da ich so aufgewachsen bin, würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass ich damit später auch kein Problem hätte. Weil ich jetzt wahrscheinlich durch mein Studium auch relativ gut verdienen werde. Aber ich glaube, ich hätte damit prinzipiell kein Problem. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, aber da ich es noch nicht erlebt habe oder erfahren habe, kann es natürlich sein, dass es mich doch stört. Aber eigentlich würde ich sagen, der die besseren Fähigkeiten hat, bringt das Geld nach Hause. Moin Nancy, willst du noch mit einsteigen? Ja, ich habe jetzt bloß zugehört. Ich wollte jetzt nicht gleich reinreden. Hi. Unsere Aufnahme läuft jetzt 4 Minuten. Oh. Ja, Entschuldigung. Gesundheit. Ja. Ich habe es gerade erst gelesen. So, was war denn eigentlich die Frage? Die Frage war, so in der Beziehung, wie sehr, also wie man da so die Rollenverteilung sieht. Ob man das eher klischee-mäßig sieht oder... Ich habe einen Teil gehört von Aufgabenverteilung. Dem, was gesagt hat. Ja. Ja, das heißt Aufgaben. Bei uns ist das so. Kannst du jetzt mal sagen, mein Mann bügelt gerade. da gibt es Aufgaben, das gibt es nicht mehr so wie früher. Also so die klischeehaften Aufgabenverteilungen. Ich glaube, dass, so würde ich das sehen, ich als Frau nie einen Mann haben würde, der sich da immer aufs Sofa setzt und von mir verlangt, dass ich ihm die Haus schon ins Bier bringe. Also da wäre ich weg. Also ich will schon jemanden, der sich mit an allem beteiligt. Das habe ich ja auch gekriegt im Endeffekt, aber
So sehe ich das. So klischeehafte Rollenverteilung, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr so. Natürlich gibt es das noch. Ja, aber jetzt nicht so Massen. Ja, na doch, also ich kriege das schon oft mit. Dass auch Freunde von mir, ja, die eigentlich total smart und emanzipiert sind, dann irgendwie so einen Mann haben, der so von ihnen eigentlich erwartet, dass sie, keine Ahnung, alles machen. Ja, dass sie halt so den Haushalt schmeißen, ne? Hm. Also ja, eigentlich auch eine Doppel. Dass es noch ziemlich viel gibt. Ja, also gibt schon noch ziemlich viel, auch versteckt halt so einfach. Dass man dann sagt, nee, wir machen schon beide was, aber im Endeffekt, keine Ahnung. Wollen würden tue ich's nicht, also muss ich echt zugeben. Ja, also bei mir ist es so, oder bei uns, bei meinem Mann, mir, da ist es so, wir kommen eigentlich beide aus einem Haushalt, wo die Mutter alles gemacht hat. Okay. Im Haushalt halt, ne? Mhm. Und, tja, wie soll ich sagen, also das habe ich halt so mitbekommen. Aber wir haben das irgendwie so organisiert, also wir sind ja auch schon ziemlich lang zusammen und haben das dann auch so, da hat natürlich keiner hat Bock abzuspülen oder so, ne, so in der Studentenzeit, in der WG oder was weiß ich, da hat keiner Bock abzuspülen, ja, aber dann haben wir das halt so organisiert, dass wir uns halt abgewechselt haben mit den Sachen. Und mittlerweile hat sich das bei uns so eingependelt, dass ich ein paar Sachen halt mache, die er nicht so gern macht, zum Beispiel, er wäscht nicht so gern Wäsche, dann mache ich das halt. Andere Sachen mache ich halt nicht so gerne, wie Müll runterbringen oder sowas. Das macht er dann halt und das komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Und früher hat mein Papa echt gar nichts gemacht. Also im Haushalt so. Da hat er noch nicht mal das Geschirr irgendwie in die Küche geräumt oder so. Das hat sich dann aber auch geändert später. Und auch als meine Mutter halt wieder gearbeitet hat dann. Aber ganz ehrlich, mein Vater, ich glaube, der könnte noch nicht mal Nudeln kochen oder so. Und mein Vater war es früher auch so. Aber jetzt hat sich das auch geändert, also... Der oh Gott, ich verbrenne. Ich verbrenne. Nein. Yay, Anna verbrennt. Was ist da los? Oder doch nicht? Ich weiß nicht. Ich bin gerade in Lava gefallen. Ich weiß nicht, wie lange ich brenne. Werden wir gleich sehen. Hör auf zu brennen. Ich will nicht mehr brennen. Nein. Ich kann... Nein. Unglaublich. Nice. Ist echt. Was hast du für Skills, verdammte Scheiße? Warum bist du jetzt verbrannt? Was hast du gemacht? Ich hätte noch alles schnell zubauen sollen, dass ich wenigstens mein Equip nicht verbrenne. Hast du gefarmt oder was? Ja, ich war Strip-Mine und dann bin ich plötzlich... Oh, und ich habe mir gerade 7 Spitzhacken gemacht oder so. Oh mein Gott. Anne farmed to death. What? Ist ein Zombie, da klatscht mich gerade an. Burned to death. Ja, ach kacke. Ich guck mal eben, was ich... Ja, was ich eigentlich sagen wollte war, dass bei... jetzt habe ich echt total den Faden verloren. Jedenfalls, meinen Eltern mussten wir halt immer alle mit im Haushalt helfen, also mein Bruder und meine Schwester und ich halt. Mhm. Oh, da sind noch Sachen von mir. Oh mein Gott. Hol sie. Aber was ist denn da noch? Wie komme ich da jetzt hin? Ich hätte mal vielleicht irgendwas mitnehmen sollen. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Jetzt bin ich total aus dem Konzept geraten, weil ich hier in der blöden Lava verbrannt bin. Übrigens das erste Mal in diesem Projekt. Doch, sie. Ach so, ja, und eine Zeit lang habe ich das total kritisch gesehen, ne? Da fand ich das richtig kacke, dass mein Papa halt nichts gemacht hat, so, ne? Aber mittlerweile sehe ich das nicht mehr so krass, weil im Prinzip machen meine Eltern das auch genauso wie ich, dass sie sich halt, weißt du, meine Mama hat kein Problem damit, Haushalt zu machen und so. Dafür macht mein Papa halt dann die Sachen, die sie nicht machen will. Also schon klischeehaft, er kümmert sich dann halt um Technik, um Glühbirnen wechseln, Leitung verlegen, was weiß ich, ne? So neben dem Beruf her. Und finde ich eigentlich auch total okay, muss ich sagen, mittlerweile. Weil wenn die das so machen wollen, weißt du, wie ich meine? Also wenn die sich das halt so geeinigt haben quasi drauf, dass mein Papa halt solche Sachen macht und meine Mama halt den Haushalt, dann ist das ja auch eine Form der Absprache. Ja, jetzt so abgesprochen haben wir uns nicht, aber bei uns ist es einfach so, das kommt schon durch meinen Beruf oder durch dem, was ich gelernt habe, dass ich halt mit Technik viel mehr am Hut habe. Also das davon hat da mein Mann überhaupt nichts. Also deswegen ist es bei uns eigentlich voll umgedreht. Also ich repariere Dinge und er kocht, also er kocht logisch, habe ich ja schon mal gesagt. Er ist ja auch Koch und er bügelt. Und ich mache halt Dinge, die, eigentlich mache ich Dinge, die ein Mann machen müsste, wenn ich jetzt gerade so mal nachdenke. Nee, es ist aber auch so. Weißt du, es ist schon, wo ich gelernt habe und sag mal, 97, jetzt kann ich ja sagen, 97? Muss man überlegen. Bin ich aus der Schule gekommen? Im Moment.
I have to think about it. Glaube. 98 habe ich angefangen mit meiner Ausbildung und da waren in meiner Ausbildungsleitung, also Fachinformatiker, da war nur eine Frau. Das war ich. Der Rest war alles Kerle. Und das ist schon wieder so ein Klischee, weißt du, wo es heißt, solche Berufe machen nur Männer. Und genau deswegen ist bei uns schon wieder, er ist Koch, ich Technik. Das ist doch vollkommen, das passt überhaupt in kein Bild rein, weißt du. Und so ist das aber heutzutage. Also viel mehr als früher halt. Wobei Koch ja schon irgendwo jetzt nicht unklischeehaft ist, weil ich glaube, es gibt viele Köche, mehr männliche Köche als weibliche. Ja, auch irgendwie paradox, ne? So, wenn man an die üblichen... Absolut. Hallo! Das stimmt. Na, was? Ich sehe jemanden rumstreuen in meiner Wohnung, in meinem Garten. Ja, wo bist du? Ja, moin! What the fuck bin ich? Warte! Warte. Oh, danke, das ist so nett von dir. Ich war gerade schon voll verzweifelt. Du verloren hast, aber... Danke. Ah, es ist so viel. So. Danke. Sehr schön. Hast du so viel Eisen übrig? Ja, ich hab schon ohne Ende gestrippt, Mann. Ich habe ja den ganzen Berg, oder nicht den ganzen Berg, aber einen Großteil des Berges ausgehöhlt. Da kam einiges bei raus. Danke. Das ist aber nett jetzt hier. Nee, warte. Hier, kriegst du was Richtiges. Oh yeah. Chicken. Oh, Essen ja. ist immer gut. Chicken Essen Wings. Ist immer gut. Essen ist immer gut, ja. Essen ist immer gut. Meine ganzen Kartoffeln. Ah, nee, warte, die sind ja noch im Ofen. Hier. So. Sehr gut. Puh, so, jetzt hab ich so viel Eisen, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr stripbinden muss. Das wirft mich ja jetzt ja vollkommen aus dem Konzept. Das ist ja schlecht. Bist du noch da? Nee. Ah, Creeper! Okay. Nein, bitte nicht explodieren an meinem Haus. Also, ich bin noch nicht weit weg, warum? Nee, sonst hätte ich dir meine Bar gezeigt. Die Bar? Was? Eine Bar? Nein, nicht eine Bar. Das wird eine Bar. Das wird so eine Lounge. Wo? Kennt ihr das, wenn er gerade was gebaut hat? Da kommt so ein grünes Ding und macht alles kaputt. Schön. Oha. Ach, du bist ja schon da. Ist das überhaupt? Ja, doch. Hallo. Ja. Hier könnte da eine Bar hin, eine Bartheke oder so. Ja, ja. Da muss ja noch ein bisschen was überlegen. Und dafür brauche ich das ganze Eisen hier. Hier ist cool. Was ist cool? Mit dem Wasserfall vom Fenster. Das ist von meiner Farm oben. Ich weiß. Aber das passt auf jeden Fall gut. Aber hier tropft's, da musst du mal was machen. Oh ja, da muss ich echt mal einen Klempner kommen lassen oder so. Klempner! Das ist wie in meiner echten Wohnung gerade, das ist auch immer noch... Das ist schlecht. Na, da war halt das so krass, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber im Januar gab es mal so monsunartige Regenfälle. Da hat es so 3 oder 4 Tage in Folge so richtig krass geregnet, hier in Hamburg zumindest. Und da war das Dach dann undicht. Und da ich in der Dachwohnung wohne, ist dann an der Tapete das Wasser runtergelaufen. Und jetzt ist da eine komplette Ecke Tapete abgelöst und angeschimmelt. Das ist ein bisschen unschön. Das ist schlecht. Ja, und die Mietgenossenschaft, die waren schon da, haben sich das angeguckt, pipapo, aber die meinen halt, das muss erst richtig trocknen, damit sie das halt neu machen können. Also die müssen halt das Dach reparieren, was auch nur geht, wenn es trockenes Wetter ist, und dann müssen sie noch den Maler halt schicken, was auch erst geht, wenn alles getrocknet ist. Ja gut, das ist logisch. Jetzt sitze ich hier mit so einer zerfetzten Tapete, die Katzen natürlich voll freudig gleich angefangen, diese losen Tapetenstücke abzureißen. Und ich so, yay, und die Katzen so, yay, und alle so, yay. Ja, und du so, hey, yay. Ja, genau, so ungefähr war das. Und du hast dich gefreut, dass sie daran gehen, nicht ans Internet kamen? So ungefähr. Ich habe das alles katzensicher jetzt montiert mit den Kabeln. Ich habe das alles deswegen so... Deswegen, Kabeln kommen mir bekannt vorher. Ich musste das zwar nicht katzen, aber dafür hasensicher machen. Der Router steht jetzt in so eine Art Käfig drin. Ernsthaft? Eine Box sollte man ihn ja nicht stellen, da wird er ziemlich warm. Ja, ich habe so eine... Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so Mandarinenkisten, so Holzkisten. Ah, die kenne ich. Und die haben so ganz viele Löcher so unten drin und an der Seite und keine Ahnung. Und so ein Ding habe ich da halt drüber gestülpt, sodass der halt immer noch Luft kriegt, aber die Katzen halt nicht dran können. Und dann habe ich das Telefon und alles, was dazugehört, so diese ganzen Kabel und so, die dann zum Telefon führen und so, habe ich in so eine Box reingepackt. Also immer, wenn ich jetzt telefonieren will, muss ich zur Box gehen, das Telefon aus der Box rausholen. Okay. Ist noch keine endgültige Lösung, aber immerhin ist jetzt schon seit 2 Monaten nichts mehr angefressen worden. Immerhin etwas. Ja. Man muss Prioritäten setzen.
Ja, ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, dass das mit dem Nagen jetzt nicht mehr so schlimm ist, weil ich glaube, dass sie das gemacht haben, oder sie hat das gemacht, weil die so gezahnt hat, weißt du, die hat halt ihre Zähne bekommen. Okay. Die haben ja auch Möglich. Milchzähne, die haben sie halt verloren, die sind denen ausgefallen und dann haben sie ja halt neue Zähne bekommen. Und ich glaube, dass das daran dann lag, dass sie da so beißwütig waren irgendwie. Das kann sein. Ja, mal gucken, ich Ich weiß es kratze nicht. mich aus. Man kann es nicht wissen. So, hier kommt auf jeden Fall noch mal einer hin. Zack. So. Tja, wie immer, Leute, schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr so zu dem Thema Rollenverteilung oder Aufgabenverteilung in der Beziehung denkt. Oder auch in An der den Katzen. Familie. Oder auch bei Katzen. Und ich weiß nicht, nimmst du gerade schon auf, Nancy? Nein. Okay, dann würde ich sagen, unsere Folge ist zu Ende. Und ihr schaut bitte auch bei Nancy und Kunran vorbei, Sofa Gaming. Und links wie immer in der Videobeschreibung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss.